Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Das ist ein wichtiger Tag für Uli und für mich im gewissen Sinne auch. Und es geht um den Achim und deshalb soll es jetzt auch direkt ja, um den Achim gehen. Und plötzlich warst du weg. Ich kann mich noch gut an den 3.9.99 erinnern, dein 30. Geburtstag. Du hast ihn groß gefeiert und ich konnte nicht dabei sein. Da am nächsten Tag meine Schwester geheiratet. Wir haben telefoniert und ich habe dir gratuliert und du hast mir versprochen, dass wir noch viele Geburtstage zusammen feiern können. Und dann kam alles ganz anders. Wir hatten Anfang November unseren gemeinsamen Urlaub auf Gran Canaria. Erinnerst du dich, wie uns schlecht wurde vom vielen Wellenhüpfen? Wir waren nach 4 Tagen so braun, dass uns die Leute angesprochen haben, wie viele Wochen wir denn schon hier wären. Ich werde den 25.11.99 nie vergessen. Es lief alles ab, für mich wie im Film. Die nächsten Tage, Wochen, Monate musste ich lernen, mich von der Schuld zu befreien, nicht da gewesen zu sein. Ich habe es gelernt. Deinen Platz in meinem Herzen hast du immer für mich. Selbst nach 18,5 Jahren ist es noch so, dieser Baum hier bedeutet mir sehr viel. Er wird mich immer an unsere tolle Zeit erinnern, wenn ich morgens mit einer Kaffeetasse auf dem Balkon sitze oder abends beim Bier. Eine Himalaya-Zypresse, gezogen von meinen Eltern. Sie haben sich 2 Setzlinge gezogen. Die anderen haben meine Eltern bei sich zu Hause an einem schönen Platz diese Woche gepflanzt. Himalaya. Hima bedeutet im Thailändischen Schnee und Laya das Dach. Ich hoffe, du sitzt auf deinem Dach und bist jetzt zufrieden. Gerade auf meiner Thailandreise vor 9 Jahren habe ich viel an dich gedacht. Vielleicht ist es deshalb jetzt ganz passend, genau diese Art von Baum zu pflanzen. In die Kiste habe ich ein Holzstück mit einem Herz getan und das Armband deiner Uhr. Meine Schwester hat mir damals die Uhr als Erinnerung geschenkt. Das Armband werde ich reintun, die Uhr werde ich selbst behalten. So wird unsere Zeit nie ablaufen. Lauf, ein guter Übergang. Danke, Mario, dass du einmal über die Welt folgst. Die Uhr, ein Teil behalte ich bei mir. Ich danke dir. Bitte schön. Ich danke dir. Das ist ganz, ganz wichtiges. Ja. Er ist klein, und, aber er wird groß. Er wird ganz groß. Sicher. Ja. Heute pflanzen wir den 4. Tree of Memory, Baum der Erinnerung für Achim. Achim, der vor 18 Jahren von uns gegangen ist, hat eine Lücke hinterlassen, die noch immer nicht geschlossen ist und die sich auch niemals schließen wird. Noch immer denke ich jede Woche mindestens einmal an Achim, hat Uli mir gesagt, als sie damals vor 1,5 Jahren als Erste einen Baum der Erinnerung bestellt hat. Wir Hinterbliebenen haben lebenslänglich bekommen, sagt Heike, für deren Sohn ich vor wenigen Wochen einen Baum pflanzen durfte. Sie hat recht, denn nicht nur Familienangehörige leiden unter dem Verlust ein Leben lang, sondern auch enge Freunde. Die Menschen, Freunde, mit denen man oftmals jeden Tag zusammen ist, kennen unsere Geheimnisse. Sie teilen Freude und Leid. Sie sind unsere Vertrauten und begleiten uns oftmals jahrzehntelang durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Bis zu dem Tag, an dem sie plötzlich verschwunden sind. Fassungslos stehen wir dann vor dem Geschehenen und fragen uns, was passiert ist. Was haben wir nicht gesehen? Wir waren doch Tag und Nacht zusammen. Wir haben uns doch immer alles erzählt. Warum hat er mir nicht erzählt das? Warum konnte er mit mir nicht darüber reden? Fragen über Fragen, und dann steht man auch als beste Freundin plötzlich vor der Schuldfrage. Warum habe ich mich nur an jenem Abend nicht mit ihm getroffen? Ich hätte seinen Tod verhindern können. Fragen, die auch Uli bis heute nicht losgelassen hat. Aber ist es wirklich möglich, einen Suizid zu verhindern? Vor allem dann, wenn der Suizid Folge einer Depression ist. Wir reden ständig von Schuld, doch tatsächlich müssen wir von Verantwortung reden. Kann ein Freund die Verantwortung für eine Depression tragen? Kann eine Freundin die Verantwortung für Sorgen, Ängste und schrecklichste seelische Verzweiflung tragen?
kann irgendjemand die Verantwortung dafür tragen, wie sich ein Leben abgespielt hat, und kann jemand für einzelne Ereignisse verantwortlich gemacht werden, die sich auf Dauer in der Psyche eines Menschen ausbreiten und aus den leuchtenden Farben des Lebens ein dunkles Schwarz machen, in das kein Lichtstrahl mehr fällt? Wenn wir den Vorwurf der vermeintlichen Schuld in die Frage der Verantwortung ändern, werden wir immer zum selben Ergebnis kommen. Wir können nicht die Verantwortung für eine solche Tat tragen, vor allem dann, wenn der Tod das Ende der Seelenqualen verspricht. Hier steht nun Achims Baum, eine Himalaya-Zypresse. Du hast es schon gesagt, Himalaya bedeutet das Dach der Welt, bedeckt vom ewigen Schnee. Das passt sehr gut, denn auch eure Freundschaft oder die Freundschaft zwischen dir und Achim dauert ewig und besteht noch immer. Dieser Baum soll an Achim erinnern, der Ulis bester Freund war. Dieser Baum steht für eine Freundschaft, die mit den Jahren immer schöner und dicker wurde, so wie auch ein Baum mit den Jahren immer schöner wird. Dieser Baum soll aber auch mahnen und zeigen, durch welches Leid Menschen, die den Suizid gewählt haben, gehen müssen. Nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, dass man suizidale Gedanken frei äußern kann. Wenn man es tut, ist die Gesellschaft überfordert. Wir wissen nicht, was sagen und raten dazu abzuwarten, denn das geht vorüber, oder Schokolade essen, das macht glücklich. Jeder Baum der Erinnerung, den wir pflanzen, soll Menschen mit Depressionen und suizidalen Gedanken ein kleines Licht in der Dunkelheit sein und zeigen, dass noch vieles möglich ist, auch wenn die Zukunft in Dunkelheit getaucht ist. Jeder Baum ist Hoffnung und Erinnerung zugleich. Jedes Jahr gibt es weltweit über 1 Million Suizide. In Deutschland sind es über 10.000. Alle 30 Sekunden nimmt sich irgendwo auf dieser Welt ein Mensch das Leben und alle 4 Minuten hier in Deutschland. Zurückbleiben statistisch gesehen auf jeden Menschen, der gegangen ist, bis zu 22 schwerst traumatisierte Familienmitglieder und Freunde. Das sind 220.000 Jahr für Jahr. Zwischenzeitlich sind es Millionen Menschen in Deutschland, die schon einmal direkt von einem Suizid betroffen waren. Für diese Menschen möchte Trees of Memory da sein, denn auch sie brauchen ein Licht in der Dunkelheit und tröstende Worte und helfende Hände. Wir können alle denjenigen helfen, die Suizidgedanken haben, ihnen zuhören, geduldig und beständig, auch wenn es Kraft kostet. Wir müssen nicht sagen, denn das Halten und eine Umarmung können mehr als ein paar hilflose Worte. Wir können sie ernst nehmen und zusammen mit den Betroffenen Hilfe suchen. Wenn Freunde und Angehörige für diesen Menschen Termine bei Psychologen besorgen, ist schon viel erreicht. Manchmal braucht es nicht mehr, denn Betroffenen fehlt oft die Kraft und der Mut, sich selbst Hilfe zu holen. Vor allem, wenn man 20 Absagen bekommt, weil die Psychologen keine freien Termine mehr haben. Da können wir alle am Ball bleiben. Aber ich weiß, sich das Unfassbare anzuhören, benötigt auch Energie und Mut. Wir kennen diese dunklen Perspektiven des Lebens meist nicht aus eigener Erfahrung. Trotzdem sind sie vorhanden und deshalb bitte ich Menschen mit suizidalen Gedanken ernst zu nehmen und sie nicht zu verurteilen. Nur weil wir selbst etwas nicht kennen, bedeutet es noch lange nicht, dass es nicht existenzlos ist. Trees of Memory möchte damit auf die wirkungsvollen Behandlungsmöglichkeiten von Suizidalität hinweisen. Die gibt es und sie können helfen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn mit meinen Depressionen kam auch eines Tages ein Todeswunsch, der immer stärker wurde und über das Leben siegte, als ein unbedeutendes Vorkommnis mich aus der Bahn warf und mein Gehirn eine Lösung vorgeschlagen hat, das keine Lösung war. Heute bin ich sehr froh, dass ich hier stehen kann und in letzter Sekunde gefunden wurde. Ausgerechnet von meinem Partner Jürgen, der sich dann an Ostern 2016 das Leben genommen hat. Nur dadurch weiß ich auch, wie unwichtig das Warum ist. Ein Suizid ist meist eine Affekthandlung und der vorausgegangene Grund meist nicht relevant. Wenn nicht dieses Vorkommnis zum Auslöser wurde, dann wäre es ein anderes gewesen. Wenn nicht an diesem speziellen Tag, dann wäre es 2 Tage später oder 1 Monat später passiert. Hätten wir an diesem speziellen Tag Zeit füreinander gehabt, dann wäre der nächste bereits verplante Tag sicher gekommen. Auch wenn wir vielleicht den letzten Tropfen geliefert haben, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, so hat doch niemand von uns dieses Fass über die Jahre hinweg gefüllt. Zusammen mit vermeintlichen Schuldgefühlen plagt uns der Schmerz und überlagert die vielen Erinnerungen,
an einen wunderbaren Menschen. Dieser Baum für Achim soll an den Menschen Achim erinnern und soll wachsen, so wie einst auch die Freundschaft gewachsen ist. Jeder Ast erzählt eine Geschichte, und wenn der Wind sich in der Baumkrone fängt und es anfängt zu rascheln, dann hörst du Uli. Und jeder, der sich gerne an Achim erinnert, vielleicht auch sein Flüstern und sein leises Lachen. Zum Schluss noch ein paar Verse oder ein Vers, der, wie ich finde, es gut zum Ausdruck bringt, aus dem jüdischen Gebetsbuch. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden sie auch leben, denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern.